Joseph Haydn gilt als großer Meister, der die Grundideen der musikalischen Klassik maßgebend entwickelt und etabliert hat. Im Bereich der Melodiebildung war das die aus der Tanzmusik kommende Idee der kontrastiven periodischen Phrase. A erweist sich als Motiv, in dem dynamische und statische, weiterführende und beharrende Energien auf engem Raum subtil austariert sind. Die Idee der barocken Fortspinnungsmelodik wirkt noch weiter. Zur abgerundeten, ausgewogenen klassischen periodischen Phrase wie Haydn sie in der C-Dur-Sonate 1780 bildet, fehlt noch ein Takt. Haydn belässt es mit den drei Takten.
der Oktavabstand in der ersten Phrase schrittweise erreicht? Wird nun zum charakteristischen Merkmal. Die Punktierung wird doppelt augmentiert. Der Teil beginnt aber volltaktig, bietet einen großräumigen Melodieverlauf. Das Bedürfnis nach einem gerundeten, ausgewogenen Gebilde aus zwar kontrastiven, aber sich zu einer geschlossenen, periodischen Phrase vereinigenden Ideen muss für Haydn so stark gewesen sein, dass er es nicht bei einem siebentaktigen Thema beließ. Aber statt einfach das am Ende durchaus übliche Ritardando dazu zu nutzen, komponiert er die Fermate, die bei Solokonzerten die Dehnung der Form durch eine Solokadenz markiert, zu einem eigenen Takt aus. Ein anderes interessantes Beispiel ist das Thema der bekannten 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Das anfängliche unisono vorgetragene Motto ist heute nicht mehr in der Offenheit erlebbar wie zur Zeit der Entstehung des Werks. Die Mehrzahl europäischer Hörer neigt dazu, eine einstimmige Melodie auf der Grundlage des Dur-Modells zu erleben. Das geschah auch den Hörern 1808. Sie erlebten den Anfang einer S-Dur-Sinfonie. Erst bei der vollständigen Phrase klärt sich die Tonalität als C-Moll.
ein Effekt, der heute bei diesem Stück fast nicht mehr realisierbar ist. Er hat aber viel zu tun mit der schnell aufgekommenen Interpretation als Schicksalssinfonie. Eine wichtige Teilbedeutung, die Offenheit des Schicksals, ist heute nahezu nicht mehr erlebbar. Der Hörer hört und erlebt eine vollendete, periodische, wohlgeordnete Phrase als gestaltete Einheit auf erkennbarer, klarer Basis, sowohl im periodischen als auch im tonalen. Leicht entgeht ihm, dass verschiedene Stimmen zu Anfang nur Bruchstücke liefern. Ansonsten langweilige Haltetöne spielen. Nimmt man das ernst, wird die Melodie zu einem schönen Beispiel für Arbeitsteilung.